und so sah es nun aus. Die Katze saß auf einem Ast. Und der Vogel auf einem anderen Ast. Nicht zu nahe bei der Katze. Und der Wolf lief immer um den Baum herum und starrte mit gierigen Blicken hinauf. Peter stand hinter der geschlossenen Gartentür, sah alles, was da vorging, und hatte überhaupt keine Angst. Er lief ins Haus, holte ein starkes Seil und kletterte auf die hohe Gartenmauer. Ein Ast des Baumes, um den der Wolf herumlief, reichte über die Mauer. Den Ast ergriff Peter und kletterte so in den Baum hinüber. Flieg hinab, sagte Peter zu dem kleinen Vogel und dem Wolf immer um den Kopf herum, aber gib Acht, dass er dich nicht fängt. Mit den Flügeln berührte der Vogel fast die Nase des Wolfes, während der Wolf wütend nach ihm schnappte. Wie der kleine Vogel den Wolf ärgerte und wie der Wolf ihn zu fangen versuchte. Aber der Vogel war geschickter und der Wolf schnappte ins Leere. Inzwischen hatte Peter eine Schlinge gemacht und ließ das Seil vorsichtig hinunter. Er fing den Wolf am Schwanz und zog die Schlinge zu. Als der Wolf merkte, dass er gefangen war, sprang er wild umher und versuchte, sich loszureißen. Musik
Peter machte das andere Ende des Seils am Baum fest. Und je wilder der Wolf herumsprang, umso fester zog sich die Schlinge.